Rostock, Januar 1999. Echt knorke, dass du mitgekommen bist, Anton. War doch ein mega Abend, oder? Beim nächsten Mal zahl ich die Drinks, wenn wir unsere Abschlussprüfung hinter uns gebracht haben. Ja, fand ich auch. Tat richtig gut nach dem ganzen Stress. Und die Prüfungen nächste Woche schaffen wir mit links. Du hättest aber ruhig auch etwas anderes trinken können. Nur Wasser den ganzen Abend ist doch öde. Na, einer muss ja einen klaren Kopf behalten, oder? Du bist immer so vorbildlich, Anton. Dafür bewundere ich dich. So, Großer, mein Taxi ist da. Und du bist wirklich nicht mit bei dem Sauwetter? Nein, schon gut. Ich mag Regen. Und ein kleiner Spaziergang tut gut. Wir sehen uns dann Montag. Ciao mit Au. Hallo? Ist da jemand? Da weint doch jemand. Nicht erschrecken. Ich komme jetzt in die Gasse. Bitte tu mir nichts. Ein Mädchen? Na, Kleine, was machst du denn hier draußen? Hast du dich verlaufen? Ich bin zu meiner Mama. Das bekommen wir schon wieder hin. Ich bin nämlich bei der Polizei, weißt du? Das gehört zu meinen Aufgaben, kleine Mädchen wieder nach Hause zu bringen. Wirklich? Du lügst mich auch nicht an? Nein, versprochen. Ein Anton Jäger lügt nicht. Du heißt Anton? Ganz genau. Und wer bist du? Jana Kreuzherr. Ich bin 9. Weißt du auch, wo du wohnst? In einem großen gelben Haus und ich weiß nicht, ich bin so müde. Kein Problem. Das bekommen wir schon noch raus. Wollen wir schnell zur Telefonzelle gehen? Dann rufe ich meine Kollegen nein, an und... Nein, ich darf hier nicht weg. Ich muss hier auf Mama warten. Okay, dann laufe ich schnell zum Telefon. Dein Teddy und du warten hier auf mich, ja? Ich bin in 2 Minuten wieder da. Also nicht weggehen. Versprochen? Versprochen. Polizeidienststelle Innenstadt. Höppner am Apparat. Moin, Anton Jäger hier. Polizist in Ausbildung. Ich habe ein kleines Mädchen gefunden, welches sich wohl verlaufen hat. Können Sie eine Streife schicken? Wo soll ich die Streife hinschicken? Große Wasserstraße, Kreuzung zur kleinen Wasserstraße. Ich warte vor dem Seiteneingang. In Ordnung, Herr Jäger. Die Streife ist in 5 Minuten da. Danke. Hey Jana, die Polizei ist gleich da, um dir... Jana? Wo bist du, Kleine? Hast du dich versteckt? Jana? Da liegt noch hier Teddy. Scheiße. Hörspielprojekt.de. Die Community für Hörspielmacher. Mord Nordost. Kriminalität ist unser Alltag. An jedem neuen Tag schauen wir hinter die grausamen Fassaden von unserem Ostseestrand. Doch das Gesetz ist immer an unserer Seite, auch wenn nicht jede Tat in Rostocks Straßen aufgeklärt werden kann. Yeah.
Heute, Rostocker Hauptbahnhof. Ach, ich freue mich ja so. Endlich Urlaub. Nach dem stressigen Jahr haben wir es uns auch verdient. Obwohl ich am Anfang nicht begeistert von einem Pärchenurlaub war. Zum Glück konnte ich dich dennoch überzeugen. Bis vor einem Jahr hätte ich an so etwas wie einen Pärchenurlaub auch gar nicht gedacht. Das Schicksal meint es einfach gut mit mir. Oh, das ist so romantisch. Großer Kitsch ist das. Ja, wenigstens konnten wir uns auf ein tolles Reiseziel einigen. Ja, ich bin furchtbar gespannt, wie Wien wohl sein wird. Und dann noch mit dem Übernachtexpress. Eine Premiere. Ja, solange wir nicht Mord im Orient-Express nachspielen, ist alles okay. Oh, weißt du, du als charmanter Poirot, das würde mir schon gefallen. Und ich gebe dann die Miss Marple. Die kam doch gar nicht darin vor, oder? Stimmt, aber wir besteigen ja auch nicht den Orient-Express. Also darf ein bisschen kreative Freiheit sein. Na, das fängt ja schon gut an. So, da vorne müssen wir einsteigen. Wagen 1. Guten Tag. Darf ich Ihre Fahrkarte sehen? Bitte sehr. 4-mal Übernachtexpress nach Wien. Perfekt. Die Abteile 03 und 04 finden Sie, wenn Sie links herumgehen. Danke, Meister. Na dann, alle Mann an Bord? Anton, wir gehen auf kein Schiff. Oh, nicht? Na dann eben, volle Fahrt voraus, Leute. Ach, Anton. Die Zimmer sind ja besser ausgestattet, als ich dachte. Mich überrascht ja wenig, aber heute ist so ein Moment. Stimmt. Andreas packt nur schnell ein paar Sachen aus. Ich habe ihm zwar gesagt, dass das nicht nötig ist, doch er besteht darauf. Genau wie Justus. Er war auch nicht davon abzubringen. Manche Marotten hinterfragt man einfach nicht mehr. Nach so vielen Jahren nimmt man es wohlwollend hin. Hey, Kollege. Muss ja nicht gleich drängeln. Ich bin nicht Ihr Kollege. Was für ein Vollpfosten. Und der haust nur 2 Türen weiter. Hoffentlich sind die nächsten Gäste freundlicher. Das ist zu hoffen. Es sind ja auch nur 4 Abteile hier im Wagen. Das wäre echt blöd, wenn 2 Parteien davon solche unfreundlichen Gesellen wären. Verzeihung, finden wir hier das Abteil 02? Sicher. Gleich eine Tür weiter. Oh, vielen Dank. Sehr lieb von Ihnen. Brauchen Sie vielleicht Hilfe mit den Koffern? Sieht schwer aus. Oh, nein, vielen Dank. Das täuscht. Ich bringe das Gepäck schon einmal ins Zimmer. Gleich kommen noch meine Frau und meine Tochter. Würden Sie Ihnen den Weg zum Zimmer zeigen? Klaro, machen wir. Sehr freundlich, wirklich. Puh, scheinbar haben wir Glück. Sehr sympathischer Mann. Ich habe keine Einwände. Entschuldigung, ist hier zufällig mein Mann vorbeigekommen? So ein kleiner mit rundem Bauch, wenig Haar und beladen mit einem Dutzend Koffern? Ja, treffende Beschreibung. Ihr Mann ist dort ins Zimmer gegangen. Er bat uns, Ihnen das auszurichten, Frau... Wir sind die Rosinskis. Ich bin Carola und mein Mann Pedro, den haben Sie ja schon kennengelernt. Und dies hier, das ist unsere Tochter Johanna. Hallo. Ja, dann herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Ziegler und mein Kumpel hier ist Anton Jäger. Wir belegen die Kabine neben Ihnen. Und das Sie können wir gerne lassen. Wunderbar. Ich bin wirklich erleichtert, so nette Reisebegleitung zu haben. Man rechnet ja immer mit dem Schlimmsten. Können wir jetzt ins Zimmer? Ich möchte mich ausruhen. Oh, verzeih, mein Liebling. Da rede ich die ganze Zeit und du kannst dich kaum noch auf den Beinen halten. Wir wollten euch natürlich nicht aufhalten. Vielleicht können wir später zusammen essen. Sagen wir 19 Uhr? Dann kann sich jeder noch etwas ausruhen. Abgemacht. Mein Mann wird sich auch freuen. Also bis später. Ein guter Start in den Urlaub, findest du nicht? Ach, das wird der beste Urlaub aller Zeiten.
Und wann wollen wir es den beiden endlich sagen? Ich weiß es noch nicht. Ich möchte, dass es etwas Besonderes wird. Vielleicht, wenn wir in Wien zu Abend essen. Irgendwo. Ganz romantisch eben. Verstehe. Du hast es dir aber nicht anders überlegt. Natürlich nicht. Mit dir bin ich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Ich würde immer wieder Ja zu dir sagen. Ah, schön zu hören. Und nach dem Urlaub planen wir unseren Zusammenzug. Dann können wir schon mal das Eheleben proben. Puh, hoffentlich geht das gut. Immerhin bin ich es gewohnt, mein eigenes Chaos in Ordnung zu bringen. Ein zusätzliches könnte mich überfordern. Als dein persönlicher Anwalt gehe ich gerne alle Rechten und Pflichten mit dir durch. Ja, das fängt ja gut an. Ich höre schon den Ehevertrag an der Tür klopfen. Jetzt machst du mir aber Angst. Wir bekommen das schon hin. Und jetzt machen wir uns fürs Essen fertig. Wir wollen die anderen doch nicht warten lassen. Im Rostocker Polizeirevier, Januar 1999. Wo ist meine Tochter? Ich verstehe Ihre Wut, aber bitte beruhigen Sie sich erstmal. Wir tun alles, was in unserer Macht steht. Ich sehe nur, dass Sie hier dumm rumstehen, anstatt mein Kind zu suchen. Hören Sie, Anfeindungen bringen uns jetzt nicht weiter. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Ich pfeife auf Ihre Unterstützung. Wie konnte Ihr Kollege nur mein Kind alleine lassen? Wer tut sowas? Kollege Jäger hat sich nichts vorzuwerfen. Es schien keine Gefahr in Verzug zu sein. Und das Mädchen äußerte deutlich, dass sie auf ihre Mutter warten wollte. Ein stümperhafter Scheißkerl! Nichts anderes ist er! Ich weise Sie darauf hin, dass Beamtenbeleidigung eine Straftat ist. Herr Jäger ist ein sehr fähiger junger Mann. Kann ja jeder sagen. Aber warum reden wir noch? Schicken Sie einen Suchtrupp los! Wer weiß, was mit meiner kleinen Jana alles passiert? Wir haben schon alles eingeleitet. Die Kollegen untersuchen den letzten Fundort und suchen bei Ihnen zu Hause nach Hinweisen. Und was hoffen Sie dort zu finden? Hat das tote Kindermädchen nicht gereicht, damit bei Ihnen alle Alarmglocken läuten? Kommissar Wagner? Sie wollten mich sprechen? Ah, Jäger. Sehr gut. Gehen Sie bitte kurz in mein Büro. Sind Sie dieser Polizist? Jäger? Ja. Anton Jäger. Polizist in Ausbildung. Und Sie sind? Arschloch! Ah! Kollegen, haltet den Mann fest und bringt ihn weg. Ich mach dich fertig! Du hast meine Tochter allein gelassen! Du bist schuld, wenn dir etwas passiert! Hörst du? Du bist schuld! Hey, alles okay, Jäger? Die blutige Nase sollte sich mal jemand ansehen. Ach, geht schon. Irgendwie. Schön, dass es so spontan geklappt hat. Eine nette Reisebegleitung zu finden ist immer schwer. Wohlgesprochen. Nur schade, dass es eurer Tochter nicht so gut geht. Alles gut. Die Reisetabletten wirken schon. Nur wird sie davon immer so müde. Wir nehmen ihr nachher einfach etwas mit ins Zimmer. Seid ihr eigentlich auch aus Rostock? Nein, wir sind von Rügen angereist und mussten dann in Rostock in den Nachtzug steigen. Wow, dann habt ihr ja eine noch längere Anreise als wir. Wart ihr denn schon mal in Wien? Nein, das ist gefühlt unser erster Urlaub. Die vielen Jahre davor kamen wir durch die Arbeit nie wirklich raus. Doch mit dieser schnellen Verbindung wollten wir es einfach mal riskieren. Ach ja, die Familie. Es kommt immer etwas dazwischen. In meiner Familie sind wir auch selten verreist. Zugegeben, mit meinen 5 Geschwistern war das auch sehr kostspielig. 5 Geschwister? Dann also insgesamt 6 Kinder. Oh. Ich wäre wohl schon mit einem Kind überfordert. Also ich glaube, dass du ein richtig guter Vater wärst. Ach, meinst du? Ja, das meine ich. Sind denn Kinder bei euch geplant? Ich meine, das geht doch heutzutage, oder? Naja, es geht schon, aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Na, aber wenn es jemand schafft, dann ihr zwei. Guten Tag, herzlich willkommen bei uns im Restaurant. Haben Sie schon gewählt? Jo, also wir nehmen einmal das Schnitzel und einmal die Pasta. Ja, gerne. Wir nehmen bitte 2-mal die Süßkartoffeln mit Backfisch. Das ist eine gute Wahl. Und Sie? Wir nehmen 2-mal die Ofenkartoffel. Und könnten Sie uns vielleicht noch einen kleinen Salat einpacken? Unsere Tochter schläft gerade noch und dann hätte sie doch etwas zum Essen, wenn sie aufwacht. Kein Problem. Vielen Dank für die Bestellung und ja, das Essen kommt in circa 15 bis 20 Minuten.
Darf ich Ihnen auch etwas bringen? Verschwinde, du Tellerschubser. Tellerschubser? Also, erstens heißt es Tellerschubserin. Und wenn Sie nichts bestellen, bitte ich Sie, den Tisch für andere Gäste freizuräumen. Dankeschön. Ich hab gesagt, du sollst dich verpissen! Ist das nicht der unfreundliche Kerl aus unserem Abteil? Leider ja. Und er wird schon wieder ausfallend. Ich geh mal kurz hin. Entschuldigung. Gibt es hier vielleicht ein Problem, bei dem ich helfen kann? Misch dich nicht ein, du Pisser. Die kleine Saftnutte hier soll einfach gehen. Darf ich mich kurz vorstellen? Kommissar Anton Jäger. Ich würde Sie bitten, diese Beleidigungen zu unterlassen und einfach das Abteil zu verlassen. Das erspart uns allen jede Menge Ärger. Kommissar Anton Jäger? Korrekt. Sie dürfen also, Herr. Vielen Dank. Ach, da nicht für. Ist ja quasi mein Job. Und ich freue mich jetzt umso mehr auf mein Schnitzel. Das Schnitzel, ja, das glaube ich Ihnen. Ich sag dem Koch, dass er sich beeilen soll. Was ist los, Anton? Ach, eigentlich nichts. Ich muss nur ständig an den Mann aus dem Bistro denken. Muss ich jetzt eifersüchtig werden? Scherzkeks. Nein, es ist einfach so ein komisches Gefühl. Es ist fast so, als würde ich diesen Mann kennen. Und dazu noch seine seltsame Reaktion auf meinen Namen. Ich suche die ganze Zeit nach einer Übereinstimmung, doch mein Kopf lässt mich im Stich. Vielleicht hat er aber auch nur so reagiert, weil du das Kommissar so betont hast. Ich meine, das schreckt ja durchaus ab. Ich fand, dass er ein Allerweltsgesicht hat, also keine besonderen Merkmale. Na, du hast sicher recht. Ich scheine die Arbeit ja schon regelrecht zu vermissen. So, und jetzt kuschel dich ganz fest an mich. Dann schläfst du auch richtig schnell ein. Mit dir an meiner Seite, da wird alles gut. Und morgen sind wir schon in Wien. Na, da sag ich doch nicht nein. Gute Nacht, Justus. Gute Nacht, mein großer Brummbär. Träum süß. Oh, Johanna. Sie können wohl auch nicht schlafen? Ja, tatsächlich hat das Gewitter mich aus dem Schlaf gerissen. Aber waren wir nicht schon beim Du? Stimmt, Verzeihung. Da kam die gute Kinderstube wieder durch. Ist doch toll, wenn deine Eltern da so vorbildlich waren. Scheint so. Es ist trotzdem nicht immer so einfach. Daher genieße ich diese Ruhe, wenn die beiden eingeschlafen sind. Ich habe selten Zeit für mich. Oft ist immer einer der beiden da. Ja, sie kümmern sich halt um dich. Ansonsten musst du ihnen einfach sagen, was du empfindest. Wie könnte ich? Sie haben schließlich ihr Leben für mich aufgegeben. Wie darf ich das verstehen? Ich bin krank. Seit meiner Kindheit muss ich Medikamente nehmen, damit mein Herz nicht aufhört zu schlagen. Das tut mir leid. Muss es nicht. Ich bin dankbar, aber kenne halt vieles nicht. Ich war nicht im Kindergarten, wurde zu Hause unterrichtet, hatte keine Freunde und konnte keine Ausbildung beginnen. Die möglichen Anstrengungen hätten meinem Herz nicht gut getan. Und wie kommt es, dass deine Eltern mit dir verreisen? Eigentlich eine witzige Sache. Wir haben diese Reise gewonnen. Meine Eltern nehmen gerne an Gewinnspielen teil und eines Tages hatten wir dann den Umschlag mit den Karten im Briefkasten. Sie wollten erst nicht, aber ich habe sie überredet. Wie hast du das geschafft? Ich habe ihnen klargemacht, dass ich gerne einmal in meinem Leben verreisen möchte, bevor mein Herz wirklich aufhört zu schlagen. Bei dem Argument konnten sie nicht mehr Nein sagen. Ich finde es trotzdem sehr mutig. Auch die Tatsache, dass du mir einfach alles erzählt hast.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich kenne dich ja eigentlich nicht. Aber vielleicht kann ich deswegen einfach freier reden. Nach dieser Zugfahrt sehen wir uns wahrscheinlich nie mehr wieder. Und alles kehrt zur Normalität zurück. Doch vielleicht verändert sich nach der Reise auch etwas. Jede Entscheidung von uns führt unweigerlich zu einer Veränderung. Was wir am Ende daraus machen, wird sich dann zeigen. Weise Worte von einem alten Mann. Na hör mal, so alt bin ich ja nun auch nicht. Okay. Ich glaube es dir. War ja auch nicht so gemeint. Ich mag freche Menschen. Das zeigt Charakter. Sag mal, wollen wir uns vielleicht noch was zu trinken am Automaten da hinten holen? Ich lade dich auch ein. Wenn ich nicht wüsste, dass du deinen Mann in deiner Kabine hast, würde ich fast auf falsche Gedanken kommen. Aber ja, sehr gerne. So jung und schon so verdorbene Gedanken. Jedoch ist Vorsicht besser als Nachsicht. Johanna, bist du es? Oh, du sollst doch nicht heimlich aus dem Zimmer gehen. Komm, leg dich schnell wieder ins Bett. Du brauchst doch deinen Schlaf. Heute ist Zahltag. Was zum Teufel? Petro, mach das Licht an. Fühlt sich das gut an? Danke für den Tee. Jetzt kann ich bestimmt einschlafen. Geht mir hoffentlich genauso. Hä? Was machen Sie in unserem Zimmer? Ach nee, der Typ schon wieder. Haben Sie sich verlaufen, Kollege? Die Zimmernummern 1 bis 4 sollten Sie schon unterscheiden können. Schnauze, du dämlicher Bulle. Wenigstens handle ich. Im Gegensatz zu dir. Hör mal, du Stoffäffchen. Irgendwann ist auch mal gut. Ich will jetzt nach meinen Eltern sehen. Aus dem Weg! Johanna! Nicht! Du bleibst hier! Lass mich los! Ich will zu meinen Eltern! Zu spät! Die Drecksbande in dem Zimmer ist tot! Was? Was haben sie getan? Mach dir keine Sorgen, mein Spatz. Jetzt ist alles wieder gut. Papa ist ja da. Papa? Sie sind nicht mein Vater! Jetzt geht mir ein Licht auf. Ich wusste doch, dass ich sie kenne. Ihr Name war... Ich bin Ralf Kreuzer. Und endlich habe ich meine Jana wieder gefunden. Wer ist Jana? Du, meine Prinzessin. Ach du Scheiße! ...2001. Vor Anton Jägers Wohnung. Ja, wer stört? Hab ich sie. Herr Kreuzer, was machen Sie hier? Ich hab Sie verfolgt. Sie wissen schon noch, dass ich bei der Polizei arbeite? Stalking ist echt nicht so toll. Ich wollte nur sehen, wie gut es Ihnen geht. Und scheinbar geht es Ihrem Beamtenarsch ausgezeichnet, während meine Tochter immer noch verschwunden ist. Hören Sie, das Verschwinden ist jetzt fast 2 Jahre her. Wir haben alles Mögliche getan und intern wird immer noch daran gearbeitet. Doch wir haben einfach keine Spuren. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, Ihnen wird auch irgendwann der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich gönne Ihnen diesen Schmerz. Gehen Sie jetzt bitte und tauchen Sie nie wieder bei mir zu Hause auf. Gerne halten Sie die ermittelnden Kollegen auf dem Laufenden. Ein Scheiß werde ich. Meine Jana wird seit 2 Jahren vermisst. Meine Frau hat sich vor Kummer mit Tabletten das Leben genommen. Und ich soll einfach in Ruhe abwarten? Tickst du noch ganz, du beschissener Wichser? Auf Wiedersehen. Wir werden uns wiedersehen, das schwöre ich. Und dann wirst du dafür bezahlen, du korruptes Bullenschwein. Oh Mann. Machen Sie doch keinen Quatsch, Kreuzer.
Lassen Sie die Frau los. Das ist nicht Ihre Tochter. Natürlich ist sie es. Ich habe sie genau beobachtet. Ich bin nicht Ihre Jana. Mein Name ist Johanna. Diesen Namen hat dir diese missratene Brut gegeben. Deine Mutter wollte dich Jana nennen. Nach ihrer Mutter. Kreuzer, Ihre Tochter hatte doch dieses kleine, aber auffällige Feuermal über dem Auge. Und Johanna hat nichts davon. Ach, nein. Vielleicht sollte ich mal die Schminke aus dem Gesicht wischen. Au, das tut weh. Unglaublich. Das Feuermal. Es war tatsächlich abgedeckt. Beweisführung abgeschlossen, Herr Kommissar. Es ist meine Jana. Wie haben Sie das Mädchen gefunden? Zufall. Vor 10 Monaten habe ich meine Mutter im Pflegeheim besucht. Dieses Heim ist auf Rügen. Und aufgrund ihrer schweren Demenz beschloss ich, dorthin zu ziehen. Ich konnte kaum noch richtig arbeiten, also nahm ich einen Minijob bei der Post an. Und als ob es vorher bestimmt war, klingelte ich am Haus der Rosinskis. Wie aus dem Nichts öffnete mir ein junges Mädchen. Und Sie erkannten das Feuermal. Bingo! Ich konnte kaum etwas sagen. Doch als dann die Eltern zur Tür kamen, reagierte ich schnell und ging einfach wieder fort. Von diesem Tage an habe ich die Familie überwacht und bin sogar nachts unbemerkt eingebrochen. Ich suchte nach Unterlagen und alles stimmte. Jetzt musste ich mir nur noch etwas einfallen lassen, um die Familie aus dem Haus zu bekommen. Die Gewinnkarten! Sie haben uns die Reisetickets gekauft, oder? Goldrichtig! Ich habe mir nach dem Zusammentreffen schnell eine neue Route bei der Post geben lassen. Ich musste ja dafür sorgen, dass ihr euch mein Gesicht nicht einprägen könnt. Sehr schlau gedacht. Und jetzt? Sie haben 2 Menschen umgebracht. Denken Sie etwa, Sie steigen später aus dem Zug aus und können dann heile Familie spielen? Warum haben Sie sich nicht an die Polizei gewandt? Meine letzten Erfahrungen waren, sagen wir mal so, nicht sehr berauschend. Legen Sie jetzt einfach nur die Waffe weg. Sie machen Ihrer Tochter doch nur Angst. Versetzen Sie sich doch mal in Ihre Lage. Ich bin nicht seine Tochter. Das wirst du noch wieder, meine Prinzessin. Bald ist alles wieder so wie früher. Diese Bastarde haben mit ihrer Gehirnwäsche ganze Arbeit geleistet. Erinnerst du dich noch an ihn? Ihr beide wart unzertrennlich. Der Teddy. Dieser Bär. Das ist mein Bär. Ja, der nächste Halt ist Nürnberg. In 30 Minuten sind wir dort. Setzen Sie sich mit dem Zugführer in Verbindung, dass der Zug dort stoppt. Die Leute müssen alle raus. Und schicken Sie zur Sicherheit gleich Sanitäter mit. Danke, bis gleich. Das hört sich da draußen gar nicht gut an. Ich fürchte, die 30 Minuten könnten zu lange sein. Ich weiß. Aber wir würden uns selbst nur in Gefahr begeben, wenn wir da jetzt einfach rausstürmen. Wenn wir doch nur bewaffnet wären. Vielleicht sollten wir durch das Fenster aufs Dach klettern und uns dann an anderer Stelle wieder runterlassen. Dann könnten wir ihn vielleicht überrumpeln. Bist du James Bond oder was? Wir sitzen in einem rasend schnellen Expresszug und draußen tobt ein Gewitter. Wenn du nicht zufällig Superkräfte hast, dann können wir gerade gar nichts tun, außer abwarten. Ich hasse abwarten. Ich erinnere mich an den Teddy. Ich habe ihn Herr Brumberg genannt. Genau. Oh, endlich erinnerst du dich. Denk weiter nach. Was ist damals passiert? Ich war in meinem Kinderzimmer. Es klingelte. Das Kindermädchen ging zur Haustür. Ein lauter Knall, dann wurde alles still. 2 Menschen kamen in mein Zimmer. Ich wurde plötzlich müde. Oh, mein Kopf! Er
platzt gleich. Rede weiter. Sie sehen doch, dass es ihr nicht gut geht. Schnauze. Ich wachte in einem Auto auf. Die zwei Menschen aus dem Kinderzimmer waren da. Sie wollten noch kurz etwas holen und ich sollte im Auto warten. Doch ich kletterte heraus, lief in eine kleine Gasse. Da habe ich dich damals gefunden. Du? Ja, das ergibt Sinn. Doch du warst dann weg. Die zwei Menschen kamen wieder und zerrten mich in ein Auto. Mein Brummbär habe ich dort verloren. Erst weinte ich sehr viel, doch immer mehr vergaß ich meine Eltern. Und dann lernte ich, dass Carola und Pedro meine neuen Eltern waren. Ja, plötzlich ergibt alles einen Sinn. Aber warum haben sie das getan? Das werden wir wohl jetzt nicht mehr erfahren. Drauf geschissen. Es interessiert mich nicht. Ich will nur mit meiner Jana nach Hause. Und das werde ich jetzt auch tun. Und wie wollen Sie das tun? Ich gehe einfach an Ihnen vorbei, ziehe die Notbremse und steige mit meiner Prinzessin aus. So einfach ist das. Nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Was tust du da? Hör auf! Lassen Sie das! Ich habe dir doch versprochen, dass du für all das Leid bezahlen wirst. Waffe runter! Bye-bye, du Bullenschwein. Nein! Aber... Schluss jetzt! Ich hab die Waffe. Du hast mir die Nase gebrochen. Ich hab ihn. Das Spiel ist aus. Justus! Das Schicksal ist wohl auf meiner Seite. Endlich Ruhe! Johanna, hol aus meinem Schrank ein paar Handtücher. Wir müssen die Wunde abdrücken. Ja, sofort. Er verliert so viel Blut. Hier, alles da. Das kann jetzt etwas wehtun, Justus. Okay. Warum hast du das gemacht? Du hättest doch das Gleiche gemacht. Es ist aber mein Job, dich zu beschützen. Jetzt war ich mal dran, dich zu retten. Wie lange noch bis zum nächsten Bahnhof? Noch knapp 10 Minuten. Scheiße. Egal. Du bist ein Kämpfer. Wir beide schaffen das. Anton. Mein lieber großer Brummbär. Ich glaube, du musst jetzt sehr tapfer sein. Wie meinst du das? Versprich mir, dass du tapfer sein wirst. Versprochen. Ich liebe dich. Vergiss das nicht. Vergiss das. Niemals. Ich liebe dich auch. Für immer. Er atmet nicht mehr. Justus, rede doch mit mir. Justus! Anton, es ist vorbei.
Nein, nein, Justus, nein! Du kannst nicht schlafen, zu viele Gedanken. Bist ummantelt von all diesen Schmerzen und vom gebrochenen Herzen. Und jeder Tag ist ein neuer Kampf für dich. Du weißt nicht wofür. Ich weiß, dass du denkst, es lohnt sich nicht. Bei all den Steinen auf deinem darfst du ruhig weinen, du darfst ruhig weinen, also lass es zu. Auf dem Warnemünder Friedhof. Ich bin gleich zurück. Ich möchte Andreas noch etwas sagen und dann fahren wir, ja? In Ordnung. Und? Wie geht es ihm? Ja, er hält sich tapfer. Aber ich möchte nicht wissen, wie es in ihm aussieht. Verständlich. Hast du eigentlich schon eine Entscheidung getroffen? Ja. Ich kann jetzt noch nicht mit dir zusammenziehen. Ich möchte für Anton da sein. Und die Hochzeit... Ich kann warten. Und wenn du Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Ach, womit habe ich dich bloß verdient? Danke, Andreas. Nur das Beste für die Beste. Anton, darf ich dich kurz stören? Oh, Johanna. Oder soll ich lieber Jana sagen? Johanna, bitte. Ich wollte dir eigentlich nur mein Beileid aussprechen. Eigentlich ist alles nur meine Schuld. Hör auf, du hast keine Schuld. Nur einer hat Schuld. Obwohl nicht einmal das stimmt. Alle sind zum Opfer einer falschen Entscheidung geworden. So kann man es auch sehen. Ich werde bei der Verhandlung nächste Woche trotzdem gegen ihn aussagen. Ich kann ihn verstehen, aber ihm nicht verzeihen. Das kann ich wiederum verstehen. Es überrascht mich selbst, aber ich kann es. Ich hoffe einfach, dass nach der Verhandlung alle wieder ein halbwegs normales Leben führen können. Und ich wünsche es dir von Herzen. Danke, Anton. Das wünsche ich dir auch. Wirklich. Mach's gut. Alles Gute, Kleines. War das Johanna? Was wollte sie denn? Ach, nichts Besonderes. Können wir jetzt gehen? Natürlich. Komm. Hack dich bei mir ein. Danke, Sibylle. Am Strand von Warnemünde. Abends. Ein Jahr später. Ist der Sonnenuntergang nicht herrlich? Diese lila Wolken. Die leichte Brise. Du sollst meiner Frage nicht ausweichen.
Dein Jahr Auszeit ist fast herum. Wie möchtest du, dass es weitergeht? Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Jedoch werde ich definitiv umziehen. Die Stadt erinnert mich einfach zu sehr an Justus. Ich möchte ihn nicht vergessen, aber ich glaube, ein Neuanfang tut mir gut. Ich werde dir gerne helfen und ein gutes Wort für deine Versetzung einlegen. Auch wenn ich hier sehr traurig sein werde. So ganz ohne dich. Du kannst mich gerne jeden Tag anrufen. Obwohl ich glaube, dass du mit deiner Hochzeit genug um die Ohren haben wirst. Was? Woher weißt du? Andreas war das letzte Jahr sehr geduldig. Das solltest du ihm hoch anrechnen. Ihr passt gut zusammen. Und ihr solltet nicht noch mehr Zeit verlieren. Wie du weißt, ist diese sehr kostbar. Ach, Anton. Aber ja, du hast recht. Und natürlich komme ich auch zur Hochzeit. Meinst du denn, dass du das schon schaffst? Justus würde mir nie verzeihen, wenn ich deinen Ehrentag verpassen würde. Und ich gönne es euch. Auch ich bin glücklich. War glücklich. Aber Justus steckte voller positiver Energie. Und ich habe ihm versprochen, tapfer zu sein. Und das bin ich. Das bist du. Er wäre sehr stolz auf dich. Das denke ich auch. Hast du noch Lust auf einen Whisky an der Strandbar? Gerne, wenn es nicht zwingend Whisky sein muss. Ich lade dich ein. Sie ist einfach als Hochzeitsgeschenk von mir. Du alter Geizknochen. Verknitterte Jungfer. Na komm, dann lass uns gehen. Gerne. Mit dir gehe ich überall hin. Jederzeit. Wenn du am Boden bist, dann brauchst du einen Freund. Und wenn ich nicht für dich da war, hab ich's immer bereut. Doch du hast mich nie verurteilt, du stehst zu mir. Und wir haben uns nie gelangweilt, nur wir zwei und ein Bier. Ich würde für dich durchs Feuer. Für dich durchs Feuer gehen, und mit dir kann ich Pferde stehlen. Wir haben zusammen blau gemacht und packen alles irgendwie trotzdem. Und was haben wir gelacht im Sommer 2018? Ich erinnere mich gern an unsere Zeit in unserer WG. Ich hörte Britney und du Jimi Hendrix. Und trotzdem passt es so schön. Ich würde für dich durchs Feuer gehen. Und mit dir kann ich Pferde stehlen. Ich würde für dich. Wir haben uns nie gelangweilt, nur wir zwei und ein Bier.
Doch ich hoffe, ich kann dir zeigen, wie wichtig du mir bist. Du hast mein Leben verändert und mir gezeigt, was Freundschaft ist. Sie hörten Abrechnung aus der Reihe Mord Nordost nach einem Buch von Christoph Sobol. Die Sprecher und ihre Rollen: Alex Bolte, Kommissar Anton Jäger. Dorle Hoffmann, Kommissarin Sibylle Ziegler. Christoph Sobol, Justus Jäger. Michael Gerdes, Staatsanwalt Andreas Berg. Tom Lorenzen, Anton Jäger Jung. Felicitas Ellerbrock, Jana Kreuzer. Mario Wolf, Ralf Kreuzer Jung. Olaf Rath, Ralf Kreuzer. Marcel Ellerbrock, Pedro Rosinski. Marion Koch, Carola Rosinski. Ann-Kathrin Richter, Johanna Rosinski. Thorsten Möser, betrunkener Polizeilehrling. Stefan Hartlein, Polizist Höppner. Gerrit Kock, Kommissar Wagner. Matthias Heil, Schaffner. Sarah Oltmanns, Servicekraft. Titelansage Clemens Weichert. Ortsangaben, Ansage und Credits von Cynthia Taha. Sounds erhalten von www.freesound.org und Berlin Atmospheres. Die Titelmusik Roller Genoa, Build My Gallows High. Hintergrundmusik komponiert von Kevin MacLeod. Abspannmusik Kevin S. Bei allen Steinen und durchs Feuer gehen. Mit freundlicher Unterstützung von hörspielprojekt.de und hör-talk.de 2021.